Oh nein, der Treibstoff ist leer. Nein, was nun? Hey, ich habe eine Idee. Ich werde mich einfach in die Schlafkammer legen. So verbrauche ich weniger Sauerstoff. Irgendwann wird mich schon jemand finden. Hoffentlich. Zenon ist erneut gerettet und Frau Hall ist jetzt nur noch mit Gott zu Frühstück. Wenn da allerdings nicht ein kleines Treibstoffproblem bei Wilco herrschen würde, jetzt driftet er ziellos durchs Weltall. Was meint ihr? Wird Roger einen Landeplatz finden, bevor ihm der Sauerstoff ausgeht? Für uns aktiviert die Fangschale. Ah, mein Kopf. Verdammter Mist. Wo zum Teufel bin ich denn hier gelandet? Das ist ja eine riesen Müllhalde. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Wow, was für ein Schiff! Na, hoffentlich ist das Raumschiff noch intakt. Na, dann werde ich mal versuchen, die Triebwerke zu starten. Verdammter Mist. Oh nein, der Warp-Motivator ist beschädigt. Was zum Teufel mache ich denn jetzt? Ich werde mal schauen, ob sich da was finden lässt. Glück muss man haben. Das müssten jetzt genug Ersatzteile sein. So, jetzt müsste es eigentlich klappen. Ja, ich bin frei. Der Planet Fleepart ist ganz in der Nähe. Naja, ich werde meinen Abstecher hinwagen.
Ja, soll ich einen Gut jetzt verloren. Halt, bleib stehen, Wilco. Bitte helfen Sie mir. Mich verfolgt jemand. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Bitte helfen Sie mir. Kennen Sie zwar nicht, aber helfen kann ich Ihnen ja trotzdem. Versteck dich dort, in der Lagerhalle. Haben Sie zufällig so einen blonden Typ gesehen, der immer blöd am Lächeln ist? Meinen Sie etwa diesen blonden Typen in diesem weißen Hemd? Ja, genau den meine ich. Ach, den meinen Sie? Nö, den habe ich nicht gesehen. Sagen Sie, wollen Sie mich eigentlich verarschen? Was will der Typ nur von mir? Der hatte eine Waffe. Der wollte auf mich schießen. Mein Name ist Arnold. Ich komme im Auftrag der Kippersold Company. Das Spiel ist endgültig aus. Kommen Sie heraus, Wilco. Oh nein. Ach, Roger. Übrigens, bevor ich es wieder vergesse, Sie haben eine Lieferung von der Kippersold Company bekommen. Denken Sie an die rechtzeitige Bezahlung, sonst macht die Ihnen wieder Ärger. Genauso wie beim letzten Mal. Ich habe keinen Bock auf Ärger. Das war's dann wohl. Kommen Sie schon endlich heraus, na wird bald. Hände hoch, damit ich Sie sehen kann. Sie schulden der Kippersold Company noch etwas. Bis heute haben sich Zinsen in Höhe von 400.000 Backesolz angesammelt. Entweder zahlst du, oder du stirbst. Mann, war das knapp. Wer war der Kerl? Ist eine lange Geschichte. Erzähl ich dir beim nächsten Mal, okay? Erstmal danke für deine Hilfe. Du hast mir das Leben gerettet. Kein Problem. Mein Name ist übrigens Platz, fester Platz. Hi, ich bin Roger. Wie kann ich dir nur danken? Du hast mir das Leben gerettet. Ich wüsste da schon etwas. Ich habe ganz neue Waren reinbekommen. Hier, schau mal. Ich habe hier ein Tarngurt und einen Raumanzug. Ja, alles klar. Ich kauf's dir ab. Hier ist das Geld. Danke für den Einkauf. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Alles klar, mein Freund. Ich werde demnächst vielleicht nochmal vorbeischauen, ja? Mann, hab ich einen Kohldampf. Hey, Monolith Burger ist ganz in der Nähe. Nicht zu hin. Einen schönen guten Tag und willkommen bei Monolith Burger. Wollen Sie was trinken oder was essen? Was haben Sie denn anzubieten? Was nehme ich denn? Ich nehme einmal Monolith Fries Maxi, bitte. Ich hol's gleich ab, ich gehe kurz zum WC. Erstmal diesen hässlichen Bart loswerden. Hey, was ist das denn? Vermisst die zwei Typen von Andromeda? Belohnung 20.000 Backesolz. Schau dir den Blödmann an. Unglaublich. Entschuldigung, ist hier noch ein Platz frei? Von
mir aus, bitteschön. Dankeschön. Mann, hab ich einen Kohldampf. Ich hab da gerade ein Plakat an der Wand gesehen. Darauf steht, dass die zwei Typen von Andromeda vermisst werden. Weißt du da was drüber? Vergiss es, Kumpel. Keine Chance. Man geht davon aus, dass sie höchstwahrscheinlich von den Piraten von Pestolon gekidnappt worden sind. Aber niemand weiß, wo sich der Planet Pestolon befindet. Es gibt nämlich ein Radarstörsystem auf dem Planeten Ortega, im Quadranten G7. Der Stützpunkt ist aber dazu noch gut bewacht. Überleg mal, eine Belohnung von 20.000 Backesolz. Die könnte ich gut gebrauchen. Ich werde einfach mein Glück probieren. Was für ein Schwachkopf. Da muss es sein. Captain, wir haben ein Schiff geortet, das soeben gelandet ist. Mann, dann überprüft das. Versteckt die Wachen und kontrolliert das Radarsystem. Los jetzt. Ja, Sir. Wird gemacht. Jetzt werden wir doch mal schauen, ob dieser Tarngürtel auch funktioniert. Hey, das klappt tatsächlich. Wo zum Teufel ist das Radarsteuersystem denn? Ah, das müsste es sein. So, jetzt werden wir das Ding erstmal abschalten. Geschafft. So, jetzt nichts wie raus hier. Halt, stehen bleiben! Schnell weg! Jawohl, es hat funktioniert. Ich habe den Planeten Pestolon auf dem Radarschirm. Dieser Tarngürtel ist echt spitze. Oh, ich geb's gleich auf. Wer weiß, ob diese Typen überhaupt hier sind. Oh nein, die Energie des Tarngürtels geht zu Ende. Wen haben wir denn hier? Flossen hoch, Kollege! Entschuldigung, ich wollte hier nicht einbrechen. Es sieht nur so aus. Ich habe mich nur verlaufen. Das darf doch nicht wahr sein! Dieser komische Kerl deaktiviert das Radarstörsystem auf Ortega und kommt unbemerkt in unsere Firma? Es darf niemand unseren Standort finden. Ansonsten sind wir geliefert! Es tut mir leid, Mr. Stubbs. Es wird nie wieder vorkommen. Entschuldigung. Genau, jetzt haben wir ihn ja schließlich geschnappt. So, und jetzt reicht es mir. Jetzt bringt mir diesen Schwächling her. Wird's bald. Ja, natürlich, Sir. Mein Name ist Elmo Stubbs. Ich bin Chef dieser Firma. So, mein Freund, was suchst du hier? Ich will jetzt eine Antwort. Okay, ich geb's zu. Ich wollte die zwei Typen von Andromeda befreien, weil eine Belohnung von 20.000 Backesolz ausgesetzt worden ist. Bitte lassen Sie mich gehen. Ich schwöre, ich werde keinem was sagen. Mein Name ist Scott und das ist hier mein Kollege Mark. Hi, ich bin Roger Wilco. Hi, nett dich kennenzulernen. Und wieso haben die Piraten dich entführt? Ganz einfach. Ich wollte euch befreien. Das hat ja gut geklappt.
Es wurde eine Belohnung von 20.000 Backesolz ausgesetzt, wenn man euch findet. 20.000 Backesolz? Ich wusste gar nicht, dass wir unsere Firma so viel wert sind. Wir arbeiten für eine Softwarefirma auf dem Planeten Erde. Wir wurden vor 2 Monaten von ein paar Leuten entführt. Die Typen haben sich schnell als Softwarepiraten entpuppt. Und jetzt werden wir gezwungen, illegale Software zu entwickeln, mit derer Hilfe man Raubkopien erstellen kann. Ja, wenn wir nicht tun, was die wollen, bringen die uns um. Sagt mal, wenn die auf der Erde arbeitet, wieso nennen euch dann alle die 2 Typen von Andromeda? Ach, weißt du, unser Arbeitgeber hat uns den Namen verpasst. Zu Werbezwecken halt. Würde vorschlagen, wir bringen sie ins Labor und löschen deren Erinnerung komplett aus. Sollten sie sich widersetzen, machen wir sie fertig. Die 2 Computerfreaks von Andromeda haben uns genug geholfen. Sie werden allmählich lästig. Was denkt ihr, was die mit uns vorhaben? Keine Ahnung. Ich habe aber kein gutes Gefühl. Das war's dann wohl mit uns. Wäre ich lieber Hausmeister geworden. Ich mache es kurz und schmerzlos. Wir werden jetzt euer Gedächtnis löschen. Wenn ihr euch widersetzt, töten wir euch. Und aus welchem Grund? Ganz einfach. Ihr kennt die Koordinaten für Pestilon. Ihr würdet uns ganz sicherlich verpfeifen. Das Risiko wollen wir nicht eingehen. Hey Scott, sieh mal, da liegt eine Knarre. Hier, Roger, nimm die Laserkanone. Mark, Scott, los, rennt raus zu meinem Schiff. Ihr habt keine Chance, hier wimmelt es von Wachen. Tja, Pech gehabt, mein Freund. Triebwerke starten und weg hier. Dank dir, Roger. Du hast unser Leben gerettet. Ja, wir danken dir. Wir stehen ewig in deiner Schuld. Danke. Jetzt lass uns aber schnell weg hier. Ich gebe dir die Koordinaten zur Erde. Oh nein, wir werden von 3 Schiffen verfolgt. Verdammt, wir sind getroffen. Verdammter Mist! Der Warp-Motivator ist nicht richtig angeschlossen. Möchte mal gerne wissen, welcher Idiot dieses Teil angeschlossen hat. Versuch dir die Jäger vom Hals zu halten! Ich versuche das Teil in der Zwischenzeit richtig anzuschließen! So, jetzt müsste es klappen. Versuch's nochmal. Also, Roger, nochmal vielen Dank für alles. Wir werden dir das niemals vergessen. Wie kann ich Ihnen nur danken? Sie haben unsere besten Mitarbeiter befreit. Ist schon okay, Jungs. Kein Problem. Eine Frage noch. Was ist denn jetzt eigentlich mit meiner Belohnung? Ja, wissen Sie, wir sind im Moment nicht so flüssig. Ich kann Ihnen einen Job als Hausmeister anbieten. Das wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. So, ich werde dann jetzt mal. Ich wünsche euch alles Gute. Roger, mach's gut. Und guten Heimflug wünsche ich dir. Ciao. Ach so, Roger, denk dran, bevor du losfliegst, Treibstoff überprüfen.